Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Ja, wir werden ihnen die Waffe verwahren lassen. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Ja, sie soll vernichtet werden. Wir kriegen als Nahkämpfer, wird sie sich anpassen, wie hoch unser Skill ist. Einhand oder Zweihand wird das nächste dann nehmen. Und als Magier kriegen wir spezielle Runen, aber ich persönlich finde die Runen der reinste Mist. Zu viel Mana-Verbrauch für zu wenig Schaden. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Adanos Weisheit wird über sie wachen. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keine Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korinis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Ja, klare Ansage. Adanos möge dich schützen. Satoras Vertrauen ist wieder bei uns und ich werde wieder meine Waffen anlegen, weil die wie jedes Mal abgelegt werden, wenn man sich irgendwo verwandelt hat. So, auf zum Tempelportal. Neblig. Ach ja. Ich guck nur was. Nein. Naja. Auf nach Korinis. Mal wieder, das Add-on wäre damit abgeschlossen. Wir können uns der Hauptstory widmen und das wird nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, ja, ein bisschen noch, ne? Aber, passt schon. Der größte Teil des Spiels ist schon beendet. Und ihr seht meine FPS-Zahlen. So. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe doch einen